9 Uhr. Ja, hallo. Ich darf mit mir auf der Bühne begrüßen den österreichischen Journalisten und JW-Autor Max Zirngast. Ein herzliches Willkommen. Max Zirngast wurde am 11. September 2018 in der Türkei wegen Terrorvorwürfen verhaftet. 3,5 Monate musste er im Gefängnis verbringen. Am 24. Dezember wurde er unter der Auflage, das Land nicht zu verlassen, freigelassen. Daher konnte er im vergangenen Jahr an der Rosa-Luxemburg-Konferenz nur mit einer Videobotschaft teilnehmen. Umso schöner, dass du dieses Jahr persönlich bei uns sein kannst. Denn am 11. September wurden Max Zirngast und seine 3 Kollegen freigesprochen. Max, kannst du uns kurz schildern, was dieses Jahr mit dir gemacht hat? Ja, also erstmal hallo und ich freue mich wirklich sehr, dass ich hier bin. Letztes Jahr war ich, glaube ich, hier irgendwo und jetzt bin ich eben dann hier. Das hat sehr viel auch mit der Solidarität zu tun. Ich werde dann später noch darauf zurückkommen. Der Solidarität, die ich erfahren habe. Und es war natürlich ein sehr schwieriges Jahr. Klarerweise sind sehr viele neue Sachen passiert. Also Sachen, die man jetzt nicht unbedingt am Schirm hat. Nämlich, dass man ins Gefängnis geworfen wird und dergleichen mehr. Also selbst wenn man sozusagen eine gewisse Ahnung hat, dass das passieren kann. Und das ist in Ländern wie der Türkei eben so, dass das passieren kann. Dann ist das natürlich was Neues, eine Extremsituation, mit der man umgehen muss. Das Interessante ist ja auch, dass, wie gesagt, am 11. September 2018 sind wir festgenommen worden, dann anschließend verhaftet worden. Nach 3 Monaten Gefängnis mit Ausreisesperre musste ich in der Türkei bleiben bis zum 11. September 2019, also vor ein paar Monaten. Und erst jetzt, vor 1-2 Monaten, haben wir dann erfahren, dass auch in Österreich ein Verfahren wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation gegen mich eröffnet wurde. Oder es war keine Anklage, es war ein Ermittlungsverfahren. Und das war sozusagen nochmal eine neue Situation, wo man schon denkt, es ist eigentlich vorbei. Und dann kommt auch noch das. Klarerweise ist das Verfahren eingestellt worden, aber dennoch, dass eben solche Sachen auch hier passieren, das ist immer ein guter Reminder, dass das eben so ist. Was die Türkei selbst betrifft, es ist eben in den letzten Jahren über schon, sehen wir in der Türkei einfach eine tiefe gesellschaftliche Krisensituation, eine Hegemoniekrise, die sich verschiedenst ausdrückt, politisch, gesellschaftlich, Auf und Abs. Was wir im letzten Jahr gesehen haben, 2019 nach den Lokalwahlen vor allem, bis heute ist eben eine widersprüchliche Konsolidierung, dass sich verschiedenste Fraktionen, herrschende Fraktionen in Staat und Gesellschaft so ein bisschen die Waage halten. Ja, es gibt einen weitergehenden Kampf darüber, wer sozusagen die Macht im Staat und im Land haben soll. Aber gleichzeitig gibt es vor allem eine extreme Verarmung und eine ökonomische Krise, eine sehr hohe Arbeitslosigkeit, vor allem Jugendarbeitslosigkeit und tatsächlich in den letzten Wochen immer mehr Selbstmorde aus Verzweiflung über die ökonomische Lage, aus tatsächlich manchmal Gründen, wo die Menschen einfach nicht mehr essen können oder so hohe Schuldenberge haben, dass sie damit nicht umgehen können. Aber es gibt auch Arbeitskämpfe, die sind vielleicht noch nicht so stark, dass sie tatsächlich grundsätzlich die Strukturen des Landes verändern könnten, aber es gibt eben diese Unzufriedenheit, es gibt diese Widersprüche, gesellschaftlichen, ökonomischen Widersprüche und die sozusagen weiterzutragen, zu vertiefen und zu einer wirklichen Demokratisierung der Türkei zu führen, das wäre dann eigentlich die Aufgabe der Linken. Und kannst du noch kurz die gegenwärtige Lage der anderen politischen Gefangenen schildern? Auch viele HDP-Politiker, die immer noch im Gefängnis sitzen? Genau, also ich meine, es geht ja nicht um mich. Es gibt Zehntausende politische Gefangene in der Türkei. Das sind Journalistinnen, Akademikerinnen, politisch aktive Gewerkschafterinnen. Zum Beispiel auch der ehemalige Vorsitzende und quasi charismatischste politische Führer der HDP, also der kurdischen linken Partei, der seit November 2016, also seit über 3 Jahren im Gefängnis sitzt, aber nicht nur er, auch sehr viele andere Abgeordnete und führende Funktionäre der HDP sitzen im Gefängnis. Das heißt, es ist sehr wichtig, die Solidaritätsarbeit weiterzutragen, dieses
Man sieht es ja eben in meinem Fall, dass eben die Solidarität auch sehr konkrete Erfolge erzielen kann. Es gibt jetzt auch, vor 2 Tagen ist sie, konnte sie jetzt wieder ausreisen, Mülkiye Laçin, österreichische Staatsbürgerin, die auch in der Türkei festgenommen und dann mit Ausreiseverbot belegt war. Und auch für sie gab es eine Solidaritätskampagne, die jetzt damit eben zumindest einen Teilerfolg erzielt hat. Sie ist nicht freigesprochen, aber sie darf ausreisen. Das heißt, es sind einerseits sehr konkrete Erfolge, die wir sehen können, aber andererseits ist die Solidaritätsarbeit natürlich auch was, was den Menschen im Gefängnis hilft, diese Zeit gut zu überstehen, aber ist auch etwas, was natürlich die Menschen, die sich solidarisch zeigen, die diese Solidaritätsarbeit organisieren, ermächtigt und sie zusammenbringt. Das ist eine wechselseitige politische Arbeit, die beide Seiten aufbaut und ermächtigt. Vielen Dank für diesen kurzen Einblick. Eine Gruppe, die auch akut Unterstützung braucht, ist die linke türkische Band Grup Yorum, die es seit 1985 gibt, in wechselnder Besetzung notgedrungen, da die Mitglieder verfolgt werden und verhaftet werden. Momentan befinden sich 3 Inhaftierte im Hungerstreik und 1 Person im Todesfasten und der Zustand ist auch sehr kritisch. Die Gruppe hat 4 Forderungen an den türkischen Staat. Und zwar, dass das Kulturzentrum nicht mehr gestürmt wird, dass die Konzertverbote aufgehoben werden, dass die Kopfgeldlisten der Mitglieder abgeschafft werden und dass rechtswidrige Verfahren beendet werden. Wer die Gruppe unterstützen möchte, sucht bitte den Stand im Atrium auf, in der Nähe von dem Melodie- und Rhythmus-Schirm. Man kann Unterschriften abgeben und sich informieren, wie die Situation der Grup Yorum ist gegenwärtig. Und beim Stichwort Solidarität geht es natürlich auch um den derzeit wohl wichtigsten und gefährdetsten politischen Gefangenen. Der sitzt im Londoner Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh. Das ist der Journalist und WikiLeaks-Gründer Julian Assange. Er erwartet dort am Ende seiner Kräfte die nächste Anhörung, denn die USA wollen seine Auslieferung erzwingen, um ihn den Prozess wegen der Veröffentlichung von US-Kriegsverbrechen den Prozess zu machen. Internationale Solidarität für Julian Assange ist also wichtiger denn je. Dazu begrüße ich von Candles for Assange Patrick Bradatsch und Claudia Daseking. Ja, also Patrick hat noch keine Zeit zu sprechen. Okay. Guten Tag. Zuerst möchte ich mich bei den Organisatoren bedanken, dass wir die Zeit bekommen haben, um hier über dieses äußerst wichtige Thema zu sprechen. Bei Harriet möchte ich mich bedanken dafür, dass sie das alles eingeleitet hat. Komm zu mir. Wir sind Claudia Daseking und Patrick Bradatsch von Candles for Assange und wir fordern die sofortige Freilassung der politischen Gefangenen Julian Assange und Chelsea Manning. Danke. Lieber einen Volksaufstand als den Krieg. Diese Aussage habe ich in dem Buch Meine Reden von Rosa Luxemburg gefunden. Was heißt das, lieber ein Volksaufstand als den Krieg? Dass das Volk sich wehrt gegen die, die einen Krieg anzetteln wollen, nur aus Profitgier, niederen Beweggründen oder Größenwahn? Wie macht ein Volk so etwas? Wie wehrt man sich als Gesellschaft? Ich denke, es beginnt mit Informationen, mit dem Wissen über was in der Welt passiert und warum etwas passiert. Ohne gesicherte Informationen kann eine Gesellschaft keine klugen Entscheidungen treffen. Das ist die grundlegende Komponente, um eine Demokratie am Leben zu halten. Gesicherte Informationen.
Julian Assange sagt, man kann keine Wolkenkratzer aus Knetmasse bauen und man kann keine gerechte Zivilisation aufbauen auf Ignoranz und Lügen. Das wissen wir alle aus der Vergangenheit. Kein Stahlwerk stellt hochwertigen Stahl her ohne Erz. Und so gibt es auch keine funktionierende Gesellschaft ohne die notwendigen gesicherten Informationen. Wo bekommen wir, ein Volk, seine Informationen her? Hauptsächlich von der Presse und anderen Medien. Aber wenn die Presse und die Medien von denen gesteuert werden, die den Krieg wollen, was ist dann? Die Mainstream-Medien haben inzwischen ihre Funktion als Wachhunde der Demokratie in weiten Teilen verloren. Sie sind korrupt. Vielen Dank. Sie sind korrupt und zu nahe an den Schaltstellen der Macht, zu bedacht auf die eigene Karriere und zu ignorant. Darum braucht es richtige Journalisten, die dieses korrupte System durchbrechen und uns mit den Wahrheiten versorgen, die wir zur Meinungsfindung brauchen. Mit WikiLeaks hat Julian Assange den Journalismus von Grund auf revolutioniert und gleichzeitig seiner eigentlichen Kernaufgabe zurückgeführt. Dafür sitzt er im Moment in einem Londoner Hochsicherheitsgefängnis und wird zu Tode gefoltert. Warum? Nur weil er Kriegsverbrechen offiziell gemacht hat und die Täter bloßgestellt hat. Weil er so das bestehende System nämlich in den Grundmauern gefährdet, das auf Lügen aufgebaut ist. Ja, und vor allem, weil WikiLeaks das Potenzial hat, eine ganz neue Ära der Geschichte einzuläuten. Zu sagen, was ist, bleibt die revolutionärste Tat. Zitat Rosa Luxemburg. Julian Assange, Gründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks, braucht jetzt unser aller Hilfe. Er hat seine Freiheit mit der Wahrheit eingetauscht, um uns die Augen über die Kriegslügen zu öffnen. Dafür sitzt er jetzt in Einzelhaft und wird langsam zu Tode gefoltert. Sein Gesundheitszustand ist mehr als besorgniserregend, geradezu lebensbedrohlich. Mehr als über 100 Ärztinnen und Ärzte weltweit waren bereits seit Ende November vor der akuten Lebensgefahr für Assange. Sollte er nicht umgehend in eine Uniklinik verlegt werden? Es herrscht Alarmstufe Rot. Und darüber wird Frau Claudia Daseking jetzt mehr erzählen. Was wir über den Gesundheitszustand von Julian Assange wissen, stammt aus Berichten von Freunden, die ihn besuchten oder bei gerichtlichen Anhörungen zugegen waren. Die meisten sind schrecklich, einige machen Hoffnung. Und unser wichtigster Zeuge ist Nils Melzer, Sonderberichterstatter der UN für Folter. Er hat mit seinem Ärzteteam Julian Assange am 9. Mai 2019 in Belmarsh untersucht und festgestellt, dass er alle Symptome von psychologischer Folter zeigt. Und das bereits 3 Wochen nach seiner Verbringung nach Belmarsh. Diese Folgen, sagt er, konnten nur unmittelbar aus seiner fast 7-jährigen Zwangslage in der Botschaft rühren. Und dieses Resultat ist laut Melzer entstanden durch das Zusammenwirken von 4 Staaten, den USA, dem Vereinigten Königreich, Schweden und Ecuador. Auf der Anhörung der Fraktion der Linken am 27.11. sagt Melzer, das könne ihn das Leben kosten, wörtlich. Psychologische Folter ist nicht Folterleid. Sie geht direkt auf die Persönlichkeit des Menschen und versucht, ihn ganz gezielt zu destabilisieren, indem man seine Umgebung willkürlich gestaltet, alles unvoraussehbar macht, ihn isoliert, ihn seiner sozialen Kontakte beraubt, aller Möglichkeiten, die seine Menschenwürde erhalten, und am Schluss führt diese Art von Misshandlungen zu Kreislaufkollaps, zu Nervenzusammenbrüchen, zu neurologischen Schäden, die nicht mehr behebbar sind. Das sind ganz ernsthafte Misshandlungen, werden aber auf eine Art und Weise durchgeführt, dass sie immer so in Einzelheiten ein bisschen harmlos aussehen. Aber im Zusammenspiel ist es mörderisch. Der letzte Augenzeugenbericht, den wir haben, ist ein Ohrenzeugenbericht vom 31.12., wonach Assange dem Journalisten und Freund Fowen Smith,
den er anrief, als ihm zu Weihnachten ein Telefonat gestattet wurde, ausnahmsweise. Und er sagte zu ihm, I'm slowly dying here. Ich sterbe hier langsam. Seit Berichte über seinen ersten öffentlichen Auftritt seit seiner Inhaftierung im April aus der Botschaft heraus im Netz stehen, lesen Sie dazu bitte unbedingt im Bericht, den Bericht Assange in Court von Craig Murray im Netz. Seit also die Berichte vom 21. Oktober, die gruselig sind, Verbreitung finden, haben sich viele Leute zur lebensbedrohenden Situation von Julian Assange geäußert. In einem offenen Brief, wie Patrick schon sagte, inzwischen 100 renommierte Ärzte, dass er unbedingt in ein Universitätsklinikum gehört. Auch die Einschätzung, man setze ihn unter Drogen, wird von vielen Beobachtern geteilt. Kann das sein? Dazu muss man wissen, dass seit 2 Jahren Gina Haspel die CIA leitet, eine prominente Akteurin des George W. Bush Post-9/11-Foltersystems. Edward Snowden twitterte, als ihre Amtseinsetzung bekannt wurde, da könne man gleich Uniformen mit Totenschädeln verteilen. I visited Julian Assange in prison, what can you do? Könnt ihr euch auch online angucken. Unter diesem Titel schrieb Shretzko Rowat einen Besuchsbericht, ein sehr schöner Bericht, sehr persönlich, mit vielen Unterstützungsvorschlägen vom 12. November. Also nach diesem gruseligen Schauprozess vom 21. Oktober. Irgendwer schrieb, er darf einmal die Woche mit dem Gefängnispriester sprechen, mit dem er sich angefreundet hat. Das klingt wieder gut. Vom Gerichtstermin am 13.12. haben wir wieder einen sehr niederschmetternden Augenzeugenbericht erhalten. Und das Letzte ist eben dieses Telefongespräch an Weihnachten. Die Zeit drängt. Wissen Sie, was er geantwortet hat auf Shretzkos Frage, was er die ganze Zeit macht in seiner Zelle? Sag ihnen, ich nutze die Zeit in der Zelle zum Gehen und Nachdenken. 10 bis 15 Kilometer pro Tag. Und ich stelle mir vor, ich gehe durch Europa. Wer Licht abgibt, muss mit dem Dunkel rechnen. Deswegen auch Candles for Assange, Kerzen for Assange. Auf der Webseite candlesforassange.de kann sich jeder über Mahnwachen, bevorstehende Mahnwachen und Aktionen informieren. Es gibt Petitionen zu unterschreiben. Es gibt die Möglichkeit, sich über das ganze Thema ausreichend zu informieren. Hier in Berlin findet jede Woche am Mittwoch die Mahnwache statt vor der US-Botschaft am Brandenburger Tor von 19 bis 21 Uhr. Vielen Dank. Vergesst Julian Assange nicht. Vergesst Chelsea Manning nicht, weil Julian Assange Freiheit ist auch unsere Freiheit. Free Julian Assange. Ja, und wir bleiben natürlich optimistisch und laden Julian Assange ganz offiziell zur Rosa-Luxemburg-Konferenz 2021 ein. Max Zirngas möchte jetzt noch zu einer Signierung einladen. Ja, also ich bin auch jetzt dann bald am Stand, am JW-Stand hier gegenüber vom Eingang, mit das Buch, das die Solidaritätskampagne für mich herausgebracht hat, mit Texten von mir und anderen aus den letzten Jahren, aber auch Texten aus dem Gefängnis. Das gibt es dort zum Kaufen und ich werde auch zum Signieren und hoffentlich auch, um einige Gespräche führen zu können, dort sein. Ja. Danke.